Nee. Sorry. Ja, wir sind ein Schurke. Das ist äußerst interessant. Nun, die Sterne stehen gut diese Nacht. Lasst uns einen Blick riskieren. Bei mir waren hier Wolken, als ich das erste Mal gemacht habe. Ich habe das Firmament über Jahrhunderte hinweg beobachtet. Es hat sich in den letzten Jahren verändert. Viel hat sich verändert in letzter Zeit. Wir leben zweifelsohne in einem sehr unsicheren Zeitalter. Dinge nehmen ihren Lauf. Die Weltfäden verlieren an Stärke, was den Süden dieses Landes verändert hat. Auf beunruhigende Weise. Die Natur, die Landschaft, die Lebewesen dort verändern sich und nehmen magische Konturen an. Das liegt daran, dass das Gefüge der Welt an Stärke verliert und arkane Energien darin eindringen. Auch das Firmament nimmt seltsame Formen an. Formen, die einen großen Umbruch bedeuten. Genauer genommen sind es Formen, die zuletzt vor 1000 Jahren über diesem Land standen. Zu dem Zeitpunkt, als der Befreiungsschlag der Menschen gegen die Göttlichen, gegen die falschen Götter begann und ich den Orden gründete. Ja, man sieht ziemlich an, aber er ist 1000 Jahre alt. Wofür der Orden kämpft, oder mehr eigentlich. Etwas fragen. Glaubt ihr an das Schicksal? Ja, das ist, glaube ich, die interessanteste Frage im gesamten Spiel. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich sie wirklich beantworten kann. Auf der einen Seite haben wir gesehen, am Schrein kam diese komische Sam irgendwas, hat uns davon berichtet. Auf der anderen Seite, ja, nein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorher beantwortet habe. Ich glaube, nein. Okay, ich mach mal. Ja. Aha, dann habt ihr vielleicht auch schon etwas von der Vorherbestimmung des Thel-Imaltat gehört, des Schattengottes. Erzählt mir mehr. Der Thel-Imaltat ist das aus Schatten geborene Gegenstück zu jener Macht, welche die Menschen gemeinhin als Schöpfer bezeichnen. Also Zerstörer. Der gemeine Mann von der Straße glaubt an den Schöpfer sowie die sechs Götter. Daran ist erst einmal nichts Falsches, denn, das lasst euch gesagt sein, diese Kräfte existieren wirklich. Die Götter gibt es nicht nur in der Vorstellung der Menschen und den Worten der Priester, sondern auch in der Wirklichkeit. Doch gleichzeitig werden sie verehrt. Und hier beginnt das Problem. Denn weder sind die Götter im tatsächlichen Wortsinn göttlich, noch hat der Schöpfer irgendetwas geschaffen. Unsere Welt war schon vor den Göttern da. Und dennoch beherrschen sie sowohl die Länder als auch die Menschen darin. Was ich euch nun sage, ist die fundamentale Wahrheit, auf die sich der Orden stützt. Die Götter sind allesamt nicht mehr als besonders mächtige Magier, auch Lichtgeborene genannt. Sie sind nicht unsterblich und können keine Wunder vollbringen. Sie sind wie ihr und ich, nur in größerem Umfang mit der Gabe gesegnet als jeder andere. Doch das allein gibt ihnen nicht das Recht, über die Menschen zu herrschen. Meint ihr nicht auch? Bist du dir sicher? Es ist eine ungerechte Aristokratie, die Bevorteilung einer kleinen Gruppe Bessergestellter, die eigentlich keinerlei Recht darauf hat, die Menschen zu regieren. Ja, das ist die Überzeugung des Ordens. Der Orden kämpft dafür, dass diese Ungerechtigkeit ein Ende findet und die Herrschaft der Welt in die Hände derer gelegt wird, die sie bewohnen. In die der Menschen. Ja, elementare Frage des Spiels. Ja, ihr wollt die Götter also entthronen. Genau das wollen wir. Und dazu müssen wir versuchen, Narazul Arantheal, den Mann auf dem Schrein, wiederzufinden. Denn er kann es schaffen, zum Schattengott zu werden, zum Gegenstück des obersten Lichtgeborenen und kann die Götter damit besiegen. Merkt euch das. Nur der Thel-Imaltat, der Schattengott, hat die Macht, den Orden zum Sieg zu führen. Und sein Kommen steht in der sogenannten Vorherbestimmung geschrieben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich erhebt. Narazul Arantheal wird es sein. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr mich gerne fragen. Ja, jetzt haben wir eine kleine Auswahl von Fragen, die wir ihn stellen können. Also damit werden die gröbsten Fragen, die man bis hierhin hat, beantwortet. Ich lasse ihn jetzt nicht mal aussprechen. Ich werde jetzt einfach die anklicken. Wenn ihr hier im Mittelreich kurz stehen lassen, damit ihr es lesen könnt. Die Eterna sind ein meist werden sie unterdrückt und verachtet. Den Eterna werden Verbrechen, aber beleidigt sie niemals. Ihr könnt einen Eterna an den langen... Ja. Zusammen mit mir und Narazul Arantheal wollten wir der Herrschaft der Lichtgeborenen ein Ende setzen. Ich glaube, das erkläre ich lieber selber. Verleibte sich das Nordreich ein. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste dürfte aber sein,
das wir hier im Sanktum Magie nutzen. Er ist ein sehr mächtiger Magier und deshalb können wir ihn nicht einfach ent... So lautet der Name der großen Nordstadt. Sie ist der Sitz. Seitdem steht die Stadt unter Belagerung und das gesamte... Ja. Sanktümer sind sehr wichtig für die magische Stabilität. Als ich den Orden gründete... Der Orden kämpft bereits seit 1000 Jahren für die Freiheit der Menschen. Ich kämpfte an seiner Seite. Ja, ja. So wie Baratheon. Narazul Arantial gelang es damals. Die Gläubigen denken immer noch, Erodan wäre der Sünden der Menschen wegen. Ja, ja. Doch Arantials Streitmacht fiel in der Baratheon nutzte diese Gelegenheit, um das... Ich dagegen gründete den Orden. Der Orden? Der Orden wurde von mir gegründet, nachdem ich zusammen mit Narazul Arant... Um sie dreht sich alles. Sowohl im Leben ja, der Menschen, kann man als auch ihr Glück ist es, so um mit der Seite des sagen. Nichts geboren worden zu sein. Das Problem ist, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeit, sie dürfen nicht über uns bestimmen. Das ist der Grund, weshalb der Orden und Narazul Arant... Ich werde es kurz zusammenfassen versuchen. Erotin residiert der Kanzler Barat. Also Erotin ist die Hauptstadt. Das kann man und schon mal sagen. Verboten, sie einzusetzen. Ihr gehört zu den Begabten. Doch ihr... In einem Teil des Südreiches hat sich vor kurzem... Genaueres wissen wir leider nicht. Er ist der eigentliche Anführer des Ordens. Er hat vor 1000... Ich spüre, dass unsere... Ja, okay. Jetzt versuche ich es mal zusammenzufassen. Also, abtrünnige Magier. Es gibt so einen Clan von Eternern, die sich ungerecht behandelt fühlen und die alles umbringen, was ihnen in den Weg kommt oder ihre Behausung betritt. Ja, Baratheon... Kanzler des Mittelreichs, Kanzler, also prinzipiell Gott sozusagen, der hier alles regiert, kann Magie benutzen, ja, und hat zusammen mit Merzul und Narantial zusammen versucht, die Göttlichen zu stürzen vor 1000 Jahren oder so. Kabaed, Hauptstadt des Nordreichs, wird gerade belagert, letzte Bastion sozusagen, naja, nicht letzte, aber größte Bastion. Sitzt es halt der Regierung vom Nordreich, das sich vom Mittelreich ab unabhängig erklärt hat. Das Sanktum, ja, ich weiß nicht, ob es erwähnt wurde schon, die Sanktümer halten irgendwie das magische Gefüge in dieser Welt zusammen, also dass es nicht irgendwelche Kontaminationen gibt, wie zum Beispiel im Südreich, da ist so verstrahltes Gebiet sozusagen, wo die wohl ihre Inspiration her hatten, ne? Ja, und diese Sanktümer, es gibt noch mehrere, die halten das halt zusammen. Der Kampf des Ordens, ja, ein großer Teil der Story dieses Spiels. Kampf des Ordens, halt erstes, primäres Ziel, Narazul Arantial wieder zu beleben, dann Baratheon zu stürzen und schließlich die Götter zu töten oder die Lichtgeborenen. Ja, der Orden halt... Die Magiebegabten, die es gibt, haben sich da halt versammelt und so einen kleinen Club gegründet. Die Lichtgeborenen, mächtige Magier, die halt nur mit ihrer Lichtseite geboren werden, also die normalen Menschen werden mit Licht und Schatten geboren und die Lichtgeborenen nur mit Licht. Genauso wird auch der Schattengott dann halt nur aus Schatten bestehen. Erotin, das ist die Hauptstadt von Mittelreich. Ja, gibt es schöne Sachen zu sehen. Unter anderem ein Theater, in dem man eine bekannte Band trifft. Magie, ja, kann nicht von allen benutzt werden, nur ein paar wenige Begabte, unter anderem unser alter Ego hier, also nicht er, sondern der gerade ihn in die Augen guckt. Ja, was gibt's noch? Achso, man braucht halt Mana, wie in fast jedem dieser Spiele, diese Genres. Magische Kontamination habe ich ja schon erwähnt, im Südreich gibt's ein Gebiet, das ist magisch verstrahlt, also da leben nur Golems, zerstört, paar Banditen, ja. Und Narazul Arantial, am Anfang des Spiels ist es halt Ziel, diesen Kerl wieder aufleben zu lassen. Wobei er ist gar nicht tot, er ist nur gefangen. Ich denke, das war's so ziemlich. Oh. Können ein bisschen überreden trainieren. Ja, der steht auf Bewundern und Nötigen. Ja, habe ich auch länger nicht mehr gemacht. Wollte ich auch eigentlich gar nicht reinnehmen. Also ins Let's Play, aber... Ja. Ist auch mal interessant, die... Ja, danke schön. Unterbrich mich ruhig. In der Zwischenzeit mit eurer Ausbildung beginnen.
General Akorias, der Schwertarm des Bösen, könnte dabei helfen, die Begabten zu finden, die nicht in der Schattenrufmine erschienen sind. Das Treffen dort war ein Desaster. Aber wir können es uns nicht leisten, nicht mehr als einen Schüler zu haben. Zudem sollten wir besser alle Spuren verwitten. Ja, Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen den unterbrochen habe und ein bisschen rüde war. Aber es nervt mich halt, wenn man mich unterbricht. Was wollte ich sagen? Ich hab's natürlich vergessen jetzt. Dankeschön, Merzul. Herzlichen Glückwunsch. Du versorgst mein Let's Play. Nee, wo war ich denn? Scheiße, naja. Wenn es wirklich notwendig war, das zu sagen, dann werde ich es in die Beschreibung schreiben. So werde ich es jetzt erstmal, ja, nicht sagen. Nein, nicht sagen, aber wenn es mir einfällt, erwähne ich es wieder. Ja. Der Magiz. Sie hat auch eine Aufgabe ja, für uns. Ja, da habe ich etwas für euch. Gestern kam ein Mann hierher, ziemlich aufgebracht und verwirrt. Er ist Schäfer und versorgt uns hier im Sanktum mit Milch, Wolle und Fleisch. Und natürlich liegt uns daran, ihm bei seinen Problemen zu helfen. Die Sache ist die, dass seine Schafe plötzlich krank werden und er die Ursache nicht kennt. Er meinte, einige Tiere seien sogar schon gestorben. Wir haben ein Abkommen mit ihm, das uns verpflichtet, ihm bei so etwas zu helfen. Ansonsten müssten wir dafür Sorge tragen, dass er für seine Verluste entschädigt wird. Und das wollen wir natürlich trotzdem nicht. Trotzdem ist sein Problem keines, für das wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen würden, denn wir haben momentan größere Sorgen als ein paar Schafe. Aber wenn wir jemanden schicken, der sich das einmal anschaut, ist er bestimmt beruhigt. Dessen werdet ihr euch also annehmen. Der Schäfer heißt Andrusch. Seine Weide markiere ich auf eurer Karte. Geht dorthin und versucht herauszufinden, was die Schafe krank macht. Bestimmt ist es nur irgendeine normale Krankheit, die gerade umgeht, und in ein, zwei Wochen ist alles wieder ruhig. Seid aber bitte zur Sicherheit trotzdem aufmerksam. Dieser Tage kann man nie wissen. Ja. Wolltet ihr nicht heraus? Ja. Noch ein Punkt, den ich schade finde, es gibt hier kein sozusagen Training, wo man zum Beispiel so einen Trainingskampf mal machen kann. Gegen ihn hier. Oder sonst irgendwen, vielleicht so ein bisschen Bogenschießen-Training.